meine Damen und Herren, gestern haben wir also endlich die Basis der Elektrodynamik einmal fertigstellen können. Mit 4 Maxwell'schen Gleichungen und dann daneben und an deren Seite die Gleichung für die Lorentzkraft. Also eine klassische Feldtheorie, eine ganz tolle Errungenschaft. Ich möchte sagen, sie wird insbesondere deswegen auch als klassische Feldtheorie bezeichnet, weil so Quanteneffekte, wie zum Beispiel der Begriff eines Photons, über was wir noch etwas später ein wenig sprechen werden, das ist da nicht enthalten. Das ist dann etwas, was in der Quantenfeldtheorie beschrieben wird. Eine andere Sache. Aber die Quantenfeldtheorie zu verstehen, setzt voraus, dass mit der klassischen Feldtheorie firm ist. Und das wollen wir also in der Elektrodynamik eben machen. Wir haben also diese 4 Maxwell-Gleichungen und sie zeigen schon einige Symmetrien, aber auch einige Asymmetrien. Und das möchte ich jetzt einmal am Anfang Ihnen einigermaßen klar machen. Und wie so oft geht es vor allem mit geometrischen Überlegungen. Ich finde irgendwie, der Mensch ist ein bisschen ein geometrisch veranlagter Charakter. Und wenn man sich irgendwie so geometrische Gegebenheiten klar machen kann, dann hat man die Dinge gut verstanden. Und um sich das einigermaßen klar zu machen, wollen wir jetzt einmal anschauen, in welcher Weise aus vorhandenen Ladungen und Strömen sich elektrische und magnetische Felder ergeben. Und da schauen wir die Erzeugung oder besser gesagt vielleicht die Entstehung elektromagnetischer Felder. Aus gewissen Ladungen, Ladungsdichten und Strömen, Stromdichten. Und da schauen wir uns also zunächst einmal statische Felder an. Und anschließend werden wir uns dann eben zeitabhängige Felder anschauen. Wir haben ja das eben getrennt behandelt und Sie werden sich gleich noch einmal klar machen, dass das sehr gerechtfertigt war. Denn wenn wir zum Beispiel statische elektrische Felder betrachten, dann können wir etwa eine Punktladung Q betrachten. Und rund um diese Punktladung ergibt sich ein elektrisches Feld. Die Feldvektoren zeigen alle nach außen. Die Feldlinien sind so radial nach außen gerichtet. Da hat man die Feldstärkevektoren E. Wenn das eine positive Ladung ist, zeigen sie weg. Wenn es eine negative ist, zeigen sie hin zu dieser Ladung. Und die zugehörige Maxwell-Gleichung ist eben, dass die Divergenz E gleich ist Rho durch Epsilon 0. Das ist jetzt, hat sich ja ergeben aus diesen experimentellen Grunderfahrungen mit dem Coulomb-Gesetz und mit dem Feld in der Umgebung einer Punktladung. Na und das andere ist, das ist eben die Ladungsdichte, die eine Rolle spielt, aber wir können auch ein statisches Feld aufgrund einer Stromdichte, also eines Stromes, erzielen. Und wenn wir also da so einen Strom fließen lassen, einen Strom I, die Stromdichtevektoren sind dann die Vektoren J. Wenn wir da seinen Stromdichtevektor J einzeichnen, dann wissen wir entsprechend dem Oersted'schen Versuch, dass sich dieser Strom mit einem magnetischen Feldwirbel umgibt. Und der liegt also dann so da herum. Und da gilt dann auch die Schraubenregel und wir haben dann den B-Vektor da hier so nach hinten an dieser Stelle
so liegen da diese B-Vektoren, bilden einen Wirbel rund um diesen Strom, der da fließt. Und die Rotation dieses Vektorfeldes B, das ist ja schon mehrfach gesagt, ein Vektor, der in der Wirbelachse dieses Wirbels liegt. Also Rotation B ist so gerichtet. Rotation B ist die Rotation dieses Feldwirbels. Und man sieht hier ganz deutlich, Rotation B ist parallel und daher proportional zu der Stromdichte. Und die Gleichung ist eben, Rotation B ist gleich μ0 mal je Pfeil. Jetzt ohne den Maxwell'schen Verschiebungsstrom, weil wir haben ja statische Felder, keine zeitliche Veränderung des elektrischen Feldes hier, sondern nur diese Urerfahrung laut Oersted, 1820. Man stelle sich vor, das ist fast 200 Jahre her. Ne? Aber andererseits, das ist nur 200 Jahre her. Man denke, seit ägyptischen Zeiten und in den letzten 190 Jahren, wie das alles explodiert ist. Nicht? Also, man muss das schon mal in einem größeren Zeitabstand sehen und in was für einer atemberaubend spannenden Zeit wir leben. Es ist ja schön. Nicht? Okay, also ich glaube, das kann man deutlich erkennen, dass das schon eine sehr unterschiedliche Geometrie ist. Deswegen habe ich auch gesagt, Entstehung von elektromagnetischen Feldern und nicht Erzeugung. Weil Erzeugung, das hat immer sowas an sich, dass ein Feld wo herauskommt und herausquillt. Das stimmt zwar da, aber hier schon nicht mehr. Weil so ein Wirbel, der quillt nirgends heraus, sondern die Divergenz B ist ja immer Null. Das ist ja eine von den vier Maxwell-Gleichungen. Das heißt, da erzeugt man nicht ein Feld, sondern es entsteht ein magnetischer Feldwirbel, aber es quillt nirgends aus irgendeinem Pol das Magnetfeld heraus. Nicht? Das ist bei den Magnetfeldern eben so nicht. Und wenn man jetzt B dann zeitabhängig Felder betrachtet, da zeigt sich, dass das jetzt mit den Wirbeln so weitergeht. Also das ist eigentlich eher die Ausnahme. Das, was man am Anfang als das Allerwichtigste hat, eine Punktladung mit dem E-Feld, das ist eher die Ausnahme. Denn jetzt, wenn man sich also zeitabhängige Felder nimmt, dann gehen wir halt zunächst her, das, was wir ja als erstes auch betrachtet haben, zeitabhängige magnetische Felder. Na, da liegen also so diese magnetischen Feldvektoren B und die werden sich also jetzt zeitlich ändern. Also es wird ein dB nach dt geben. Das liegt zum Beispiel so. Das ist ein dB nach dt. Das bedeutet, so wie ich das da eingezeichnet habe, das Feld wird kleiner. dB nach dt geht entgegengesetzt zu B. Na, das kann ja durchaus sein. Naja, und da gibt es also jetzt die Maxwell-Gleichung, dass Rotation E gleich minus dB nach dt ist. Rotation E ist gleich minus dB nach dt. Naja, wenn das dB nach dt ist, dann ist genau das Minus von dieser Vektor. Das ist dann der Vektor Rotation E. Na, wie muss denn das E-Feld dann ausschauen, dass das der Rotationsvektor ist? Natürlich wieder rundum und um, weil das Rotationsvektor geht ja immer in der Achse des Wirbels. Das heißt, der E-Wirbel geht da so herum und wieder so, dass das da so nach hinten geht, alles fürs Rechtssystem gerechnet, dass das also da so und dann so die Rotation hinauf zeigt. Und da hier entsprechend haben wir da diesen E-Vektor und hier einen E-Vektor. Also ein sich zeitlich änderndes magnetisches Feld umgibt sich mit einem elektrischen Feldwirbel.
Das ist genau diese Sache, die sich aus dem Induktionsgesetz ergibt. Denn wenn man also jetzt längs einer solchen Schleife, da hier so einer Feldlinie da, einen Leiter legt, dann ergibt sich aufgrund dessen ein Integral EDR, das ist ja dann nichts anderes als die Zirkulation dieses wirbelförmigen elektrischen Feldes, und das ist gleichzeitig die Induktionsspannung. Weil die Spannung ist ja immer Integral EDR von einem Punkt P1 zu einem Punkt P2. Arbeit pro Ladungseinheit, 100-mal gesagt. Und wenn Sie es jetzt rundherum machen, längs eines geschlossenen Leiterschleife, ist es Ringintegral EDR. Und das ist wie in der Hydrodynamik die Zirkulation dieses E-Feldes da rundherum. Also die Induktionsspannung ist ein Anzeichen dafür, dass es einen elektrischen Feldwirbel geben muss entlang dieser geschlossenen Leiterschleife, und dadurch ja diese Induktionsspannung erst zustande kommt. Also schauen Sie, im Prinzip schaut das recht ähnlich aus. Da haben wir den Strom, und der ergibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel. Hier haben Sie ein zeitlich veränderliches B-Feld, das umgibt sich wieder mit einem elektrischen Feldwirbel. Also das ist schon recht schön, wie das alles zusammenpasst. Aber letzten Endes gibt es natürlich jetzt auch, und das ist das, was dann gestern dazugekommen ist, zeitlich veränderliche elektrische Felder. Also wenn man jetzt da entsprechend so ein elektrisches Feld E betrachtet, denken Sie zum Beispiel an das Feld zwischen zwei Kondensatorplatten, also jetzt denken wir uns den Kondensator so, dazwischen ist dieses Feld, und wenn der Kondensator sich eben auflädt, darüber haben wir gestern ja das Langen und Breiten uns genau unterhalten, dann wird sich dieses E-Feld ändern, und dann ergibt sich also rundherum, wie man experimentell zeigen kann, auch ein magnetischer Feldwirbel. Na, und da gehen wir jetzt einmal davon aus, dass dieses E-Feld jetzt einmal zunimmt. Gehen wir davon aus, da gibt es also so einen Vektor dE nach dT. Naja, haben wir dann wieder eine Maxwell-Gleichung. Da haben wir ja, dass die Rotation B gleich ist. Das μ0 mal je, das lassen wir jetzt einmal beiseite. Gehen wir davon aus, da fließt kein Strom. Sondern wir schauen uns nur an, ist die Situation im Inneren des Kondensators ohne wirklichen Strom, nur mit diesem Verschiebungsstrom, sprich mit einer zeitlich veränderlichen elektrischen Feldstärke, wo das die Änderung dE nach dT ist, die wird also rasch größer, diese elektrische Feldstärke. Während der Kondensator sich auflädt, wird also das E-Feld immer größer, und daher wird das dE nach dT die gleiche Richtung zeigen wie E, nicht? Aber wenn er sich dann wieder entlädt, natürlich wieder runter, das ist ja logisch. Und dann haben wir also Rotation B ist gleich, wenn das J gleich 0 ist, bleibt Epsilon 0 μ 0 dE nach dT. Und dieses Epsilon 0 mal μ 0, das habe ich schon gesagt, ist was Winziges. Denn wenn Sie sich anschauen, wie das definiert ist, das sind alles so riesengroße negative Zehnerpotenzen. Und es zeigt sich, und das werde ich ein bisschen später dann begründen, soweit sind wir noch nicht, dass dieses Epsilon 0 mal μ 0 gerade der Reziprokwert des Quadrates der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen ist. Und das ist dann schon was sehr Kleines. Wenn man diese Geschwindigkeit, die eh schon recht schnell ist, nicht? Das wird sich dann herausstellen, es ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, dass man das quadriert und dann den Reziprokwert nimmt, also das ist was Winziges. Deswegen ist das auch ein Effekt, der einem also nicht sofort in den Schoß fällt, sozusagen. Den muss man richtig nachjagen, dass man den wirklich findet. Deswegen ist der Rad dem Faraday nicht aufgefallen. Also das hat gefällt. Und das war eben dann die Großleistung von dem Maxwell, dass der als Theoretiker draufgekommen ist, das muss es aber geben. Und sonst stimmt das ganze Zeug nicht, nicht? Diese Konsistenz war eben mit der Überlegung, das heißt, das dE nach dT mit was Kleinem multipliziert, die Rotation B ist also da, möchte ich entsprechend kleiner einzeichnen.
Das ist nur auf die Hälfte kleiner. In Wirklichkeit ist es viel, viel kleiner. Aber das soll ja nur symbolisch hier sein. Und wieder haben wir das jetzt so, wenn der Rotationsvektor so ist, muss natürlich das B-Feld wieder rundherum sein. Das heißt, wir haben da wieder eine derartige Ausbildung von solchen Feldlinien, magnetischen Feldlinien. Und wir haben da wieder so einen Vektor B-Pfeil, der da nach hinten und da nach vorne schaut. Damit sich das wieder ausgeht mit Rotation B, alles ein Rechtssystem. Das sollte vielleicht da oben, na, wo soll ich es hinschreiben am besten? Naja, da gehört das rein. Angenommen, Rechtssystem. Sie können das auch alles für Linkssystem machen, dann tragen Sie die ganzen Schraubenregeln. Und so sehen Sie hier wieder, Sie haben da eine völlig analoge Situation dazu. Schauen Sie, wie symmetrisch diese Gleichungen sind. Nur muss man in dem Fall halt die Stromdichte weglassen. Die haben wir oben schon abgehandelt. Klarerweise, wenn da Strom auch noch ist, kommt das noch dazu. Wenn dann durch den Kondensator noch eine Leitung durchgelegt ist, die noch einmal einen Strom hat, na, dann überlagert sich natürlich das Feld von dem Strom durch den Leiter mit dem Feld aufgrund des zeitlich veränderlichen elektrischen Feldes. Nachdem die Maxwell-Gleichungen ja lineare Differentialgleichungen sind, da kommen nirgends irgendwelche Quadrate vor, ist auch das Superpositionsprinzip gültig. Und daher werden sich dann die Felder, wenn sie von unterschiedlichen Quellen herkommen, auch linear überlagern. Nur wenn man dann also sehr hohe Feldstärken hat, in entsprechenden elektrischen oder magnetischen Medien, dort kann es dann zu Nichtlinearitäten kommen. Und bei hohen Intensitäten in der Optik zum Beispiel gibt es ganz wichtige nichtlineare Phänomene. Aber das ist nichts für das erste Studienjahr. Das kennt schon alles. Warten Sie mal. Also Sie sehen, eigentlich ist die Geschichte da mit diesen Wirbeln da das viel Normalere. Und diese Sache mit der einzelnen Punktladung, die sich da so igelhaft mit diesen elektrischen Feldlinien umgibt, ist eher die Ausnahme. Und Sie können es daraus jetzt erkennen, was die anschaulich-geometrische Bedeutung dieser verschiedenen Maxwell-Gleichungen in verschiedenen Situationen ist. Und ich hoffe wirklich sehr, dass Ihnen jetzt der Schrecken und das Grausen vor diesen Gleichungen total verschwunden ist. Das sind so unglaublich schöne und einfach verständliche Gleichungen. Man muss nur die Sprache kennen. Man muss wissen, was Divergenzen und Rotationen sind und was das bedeutet. Wenn man sich dem verschließt mit dem Motto, das werde ich nie verstehen. Ja gut, dann, aber wenn Sie nie Englisch lernen können, sagen Sie auch kein Shakespeare lesen. Also es ist immer dasselbe. Man muss die Sprache wissen, dann kann man die Sachen auch verstehen. Okay. So. Also das noch sozusagen als ein Nachschlag und eine Ergänzung zu dem, was wir gestern besprochen haben, damit Sie einmal so ein zusammenfassendes Bild der Darstellung der Elektrodynamik als klassische Feldtheorie bekommen. Ich möchte aber sagen, das ist noch lange nicht aus, weil bis jetzt haben wir immer noch langsame Veränderungen betrachtet. Ich habe mal gesagt, wir machen die Veränderungen so langsam, dass die Ausbreitungszeiten der Felder immer noch kurz sind im Verhältnis zu den typischen Änderungszeiten. Wenn ich jetzt irgendwo was ändere, bildet sich praktisch instantan im ganzen betrachteten Raum gleichartig ein elektrisches oder magnetisches Feld aus. Wirklich spannend wird es dann, wenn man von den Kilohertz zu den Mega- oder Gigahertz übergeht, wo es dann so viel schneller wird, dass die Felder nicht mehr nachkommen. Und während man da was ändert, ist das Feld erst bis daher gekommen und hat sich schon wieder verändert. Dann haben wir Wellenausbreitung. Aber da warten wir noch ein bisschen. Denn Sie werden sehen, wir werden zwischendurch noch was anderes Wichtiges zu besprechen haben.
nämlich die elektromagnetischen Schwingungen, so, dass die langsam genug sind, dass Wellenausbreitung kein Thema ist. Wenn Sie sich denken, also wem interessiert sowas? Na, Wechselstromlehre. Da haben Sie typische Frequenzen von 50 Hertz. Naja, das ist ja urlangsam für das, wie schnell sich die Felder ausbreiten. Und über relativ große räumliche Bereiche ist bei 50 Hertz alles gleichgeschaltet sozusagen. Also die 50 Hertz haben bei der Steckdose und bei der im fünften Stock und auch noch beim Umspannwerk alles schön simultan. Weil das, die elektromagnetischen Wellen sind so schnell, dass das also innerhalb einer Stadt oder auch innerhalb eines Landes noch nicht wirklich was ausmacht. Nicht? Und daher kann man mit guter Begründung und in guter Näherung dann davon sprechen, da brauche ich noch nicht auf den Wellencharakter Rücksicht zu nehmen. Und da werden Sie sehen, dass das eine doch ein wichtiger Teilaspekt der Elektrodynamik ist, wie man mit solchen Schwingungen umgeht. Und dann erst gehen wir es an, dann werden wir richtig schnell sozusagen. Und das führt dann zur Wellenausbreitung. Und das ist natürlich das, was dann dem Maxwell schon klar war, dass man nachschauen muss, ob aus seinen Gleichungen sich auch Wellen ergeben. Und siehe da, nachdem er diesen Maxwellschen Verschiebungsstrom dazugenommen hat, sprich, nachdem dieses Epsilon 0 μ 0 mal dE nach dT hier dazugekommen ist, war es dann möglich, eine Wellenausbreitung vorherzusagen. Und das war natürlich der große Schlag, nicht? Wirklich ein Treffer ins Volle. Wenn einem sowas natürlich gelingt, dann geht man in die Weltgeschichte ein. Das ist den wenigsten vergönnt. Aber man kann sich ja mitfreien mit dem allen und kann sich denken, es ist schön, dass jemand auf sowas draufgekommen ist. Na gut. Aber bevor wir also dazu kommen, wollen wir jetzt uns mit einer anderen wichtigen Sache noch auseinandersetzen, die sich natürlich jetzt viel weniger aufregend anhört. Und zwar die magnetischen Eigenschaften der Materie. Sie werden sich sicher daran erinnern, dass wir uns auch seinerzeit mit den elektrischen Eigenschaften der Materie auseinandergesetzt haben, weil man da so ein Medium zwischen die Platten eines Plattenkondensators geschoben haben. Was hat sich herausgestellt? Wenn die Ladungen gleich bleiben auf den Platten, geht die Spannung zurück. Und wenn man dann dieses Medium wieder rauszieht, wird die Spannung wieder größer. Also die Anwesenheit eines Dielektrikums, wie wir das genannt haben, also eines isolierenden elektrischen, also eines isolierenden Körpers, führt zu einer Reduktion der elektrischen Spannung und entsprechend auch des elektrischen Feldes. Und das waren aber schon zum Teil doch recht ordentliche Sachen. Also wir haben zum Beispiel sehen, bei Wasser unter statischen Bedingungen kann das schon mal einen Faktor 80 zurückgehen. Bei anderen dann nur viel weniger. Aber immerhin. Naja, bei den magnetischen Eigenschaften zeigt sich, dass so im Allgemeinen die Beeinflussung eines Magnetfeldes durch die Anwesenheit eines Magnetikums, also einer magnetisierbaren Materie, sehr gering sind, sodass man sich eigentlich denken könnte, das ist uns doch wurscht. Das sind so Promille oder so irgendetwas. Wenn es da nicht den Ferromagnetismus gäbe, weil da kommen auf einmal ganz tolle Effekte zustande. Während man also bei den Dielektrikern schon, wenn ein Faktor 80 oder sowas ist, man sich schon denkt, boah, super, das macht viel aus. Da wird dann die Kapazität eines Kondensators um den Faktor größer und so. Aber bei den Ferromagnetikern haben wir es gleich mit 1000 oder vielleicht sogar 10.000 zu tun. Und das sind also so umwerfende Faktoren, dass man daran nicht vorbeigehen kann. Und vielleicht das gleich vorweg gesagt, damit Sie also auch ein bisschen motiviert sind, dass man sich damit auseinandersetzt. Dieser Umstand, dass es so ferromagnetische Medien gibt, die also so unglaublich große Verstärkungen, nicht Abschwächungen,
Verstärkungen des magnetischen Feldes bewirken. Der Umstand ist die Basis dafür, dass uns heute der Strom und die Spannung überall zur Verfügung steht und man das so toll erzeugen und umspannen und so weiter kann, weil die Generatoren und die Transformatoren, die da in den Kraftwerken und in den Umspannwerken stehen, die gehen alle nur wegen des Effektes der ferromagnetischen Werkstoffe. Wäre das nicht, dann täte unsere Welt wahrscheinlich komplett anders ausschauen. Und es ist einfach eine unglaubliche und wichtige Entdeckung gewesen, dass also vor allem Eisen, daher sagt man ja Ferromagnetismus, aber auch Kobalt und Nickel und etliche Legierungen, da muss man dann hochgezüchtet dann natürlich, gibt, wo es also derartige gewaltige Verstärkungen gibt. Und ich habe es ja schon mal erwähnt und werden wir noch ein paar mehr erwähnen, das ist ein Quanteneffekt. Also im Detail kann man diese Dinge im Rahmen der klassischen Elektrodynamik nicht beschreiben. Aber wir machen es hier auch so ähnlich, wie wir es ja auch bei der Elektrostatik und bei den elektrischen Werkstoffen gemacht haben. Wir schauen uns grundsätzlich an, wie wird das ausschauen. Und die konkreten Werte, die schaut man nach. Das heißt mit anderen Worten, die werden experimentell bestimmt. Und es ist natürlich eine ganz wichtige Sache, sich auch dann zu überlegen, wieso ist das so? Und wieso ist es bei Eisen da der Faktor μr, auf den es dann rauskommen wird, so extrem groß und bei anderen, bei Aluminium zum Beispiel, ganz winzig? Das ist eine Frage, die im Rahmen der klassischen Elektrodynamik nicht mehr zu beantworten ist. Das kann man auch später verschieben. Also nicht mehr im Rahmen des ersten Studienjahres. Aber im Rahmen der Festkörperphysik, was ja ein ganz wichtiger Teilaspekt der modernen Physik ist, da beschäftigt man sich mit solchen Dingen. Da gibt es dann Spin-Spin-Wechselwirkungen zwischen Molekülen. Da versteht man dann, wodurch es zu diesen starken Magnetisierungen kommt. Wir nehmen das bei unserer Überlegung nur als ein experimentelles Faktum. Und wir werden es Ihnen auch morgen dann vorführen, dass das also wirklich wichtig ist und dass es solche Effekte wirklich gibt. Aber zumindest im Prinzip wollen wir schon verstehen, worauf das alles zurückzuführen ist. Und die grundlegende Idee ist genauso wie bei den dielektrischen Werkstoffen. Man betrachtet wieder das Faktum, dass sich die Materie aus Atomen oder Molekülen zusammensetzt. Und während also bei den Dielektrika natürlich das elektrische Dipolmoment dieser Moleküle eine wichtige Rolle spielt und die Ausrichtung dieser elektrischen Dipole in einem äußeren elektrischen Feld, wird es hier natürlich so sein, dass es auf das magnetische Dipolmoment der Moleküle ankommt und wie sich diese magnetischen Dipole in einem äußeren magnetischen Feld ausrichten werden. Also im Prinzip eine ähnliche Sache, aber wir haben ja bemüht, das möglichst so darzustellen, dass man das so eins zu eins nebeneinander betrachten kann. Und wenn Sie im Buch nachschauen und die zwei Kapitel vergleichen, ich habe also versucht, das so darzustellen, dass das wirklich eins zu eins durchgezogen wird. Aber es ist halt doch was anderes und das werden wir also jetzt gleich entsprechend herausarbeiten. Also, wenn wir über diese magnetischen Eigenschaften sprechen, sprechen wir als erstes einmal über magnetische Dipole. So wie wir also bei den elektrischen Eigenschaften über elektrische Dipole gesprochen haben. Wir haben das magnetische Dipolmoment bereits besprochen. Und zwar, wie wir über das Magnetfeld einer von Strom durchflossenen elektrischen Stromschleife gesprochen haben. Und das werde ich jetzt noch einmal wiederholen und es also versuchen, auch wirklich ganz klar zu machen. Wir bleiben dabei, dass wir da weiterhin annehmen, alles ist ein Rechtssystem, damit man also auch mit gutem Gewissen immer alle Rechtsregeln, rechte Handregeln verwenden kann. Immer eingedenk dessen, dass man das alles auch auf links umstellen kann, weil ja dann der B-Vektor umkippt in die Gegenrichtung. Kein Problem. Aber irgendwie gewöhnt man sich ganz dran, dass man dann halt immer mit der rechten Hand daherkommt. Nicht? Und das ist ja keine Affäre, das halt so festzulegen.
Na, und da definieren wir also das magnetische Dipolmoment und zunächst einmal einen magnetischen Dipol so, dass wir eine stromdurchflossene Stromschleife betrachten, die also da so eine kreisförmige Fläche umschließt. Diese Fläche hat dann hier einen Flächenvektor A-Pfeil, der senkrecht auf diese Fläche steht, und der Strom sei also in der Richtung gerichtet, dass man da in dieses Hütchen da so hineinschaut. Das ist der Strom I und das ist die Vorderseite von dieser Stromschleife, dass man sich das wirklich schön vorstellen kann. Strom I in der Orientierung, Flächenvektor schaut nach oben, so wie der Daumen. Ne? Das ist also, man kann das auch mit der Rechtsschraubenregel, wenn Sie eine Rechtsschraube so drehen, im Gegenuhrzeigersinn, dann dreht sie sich heraus. Ne? Das weiß man ja, aber die Hand ist besonders praktisch. Und jetzt definieren wir uns das magnetische Dipolmoment so, dass wir sagen, das ist ein Vektor, der ist parallel und gleichgerichtet zu diesem Flächenvektor. Und dieses PM-Pfeil ist gleich einfach I, der Strom, mal dem Flächenvektor A-Pfeil dieser Fläche, die von dem Kreisstrom umschlossen wird. Also wir realisieren einen magnetischen Dipol etwas anders als einen elektrischen Dipol. Weil man beim elektrischen Dipol, das schreibe ich da gleich jetzt noch zur Erinnerung, da zeichne ich das daneben. Das ist also jetzt in Parenthese der elektrische Dipol. Da doch wichtig, dass man sich das klar macht. Da hatten wir es so gemacht, dass wir zwei Punktladungen hernehmen. Minus Q und plus Q. Da gibt es dazwischen einen so einen Verbindungsvektor D-Pfeil. Und das PE-Pfeil war dann Q mal D-Pfeil. Und dieses Q mal D-Pfeil geht dann auch wieder so parallel zu dem D-Pfeil. Das ist das PE-Pfeil. Verstehen Sie, was ich meine? Also wir realisieren einen elektrischen Dipol durch zwei gleich große entgegengesetzte Punktladungen in einem Abstand D. Und Q mal D-Pfeil, wo D von Minus nach Plus geht, ist das elektrische Dipolmoment. Andererseits realisieren wir einen magnetischen Dipol, jetzt nicht durch zwei Punktpole, weil die gibt es ja nicht, sondern was das nächstliegende dann ist, durch einen Kreisstrom, der eine Fläche A umschließt, die beschrieben wird durch einen Flächenvektor A-Pfeil, der senkrecht auf die Fläche steht und dessen Länge gleich betragsmäßig dieser Fläche da drinnen ist. Und das magnetische Dipolmoment ist jetzt I, was da der Strom, der da fließt, mal dem A-Pfeil, so wie das Q mal D-Pfeil ist. Also im Prinzip, glaube ich, schon verständlich. Aber ich mache das auch aus dem Grund jetzt so deutlich für Sie, weil wir uns bei der Gelegenheit hier gleich anschauen können, meine Damen und Herren. Wie werden denn die Felder ausschauen? Na, beim elektrischen Dipol ist es sehr einfach. Die Feldlinien gehen immer von Plus Q nach Minus Q. Das sind ja die Tangentiallinien an die Feldstärkevektoren. Die Feldstärkevektoren gehen von Plus weg und zum Minus hin. Das heißt, die Feldlinien schauen da so aus und da zeigen also diese Feldlinien da so nach unten. Aber das geht ja weiter. Es gibt dann auch solche Feldlinien und solche Feldlinien. Und die gehen also dann auch so von Plus nach Minus, von Plus nach Minus. Sehen Sie das? Verständlich, nicht? Das kann man auf die andere Seite auch zeichnen, aber es tue ich jetzt nicht. Wie schaut das bei der Stromschleife aus? Na, da haben wir uns ja die Felder auch einmal angeschaut. Die werden da hier so herumlaufen, um diesen stromdurchflossenen Leiter. Und da innen wird das Feld
im Inneren dieser Stromschleife wieder nach der rechten Handregel gehen, also nach oben zeigen. Das heißt, die zeigen da so nach oben, diese Feldlinien, und sind dann hier geschlossen und gehen da wieder so hinunter. Verstehen Sie, wovon ich rede? Und jetzt vergleichen Sie einmal hier die Situation. Ich zeichne da vielleicht noch so eine dritte Feldlinie ein, wo das wieder so runtergeht. Im Fernfeld, also wenn man relativ weit weg ist von diesem elektrischen oder magnetischen Dipol, schaut das Feld sehr ähnlich aus. Sehen Sie das? Fernfeld heißt, der Abstand ist groß gegen diesen Abstand oder gegen den Durchmesser. Weit weg. Und da sehen Sie also in beiden Fällen, das PE zeigt drauf und das Feld geht da so entgegengesetzt runter. Ganz analog. Da heißt es auch eine vernünftige und analoge Definition des PE-Pfeil und des PM-Pfeil. Aber schauen Sie sich das Nahfeld, vor allem das Feld im Inneren dieses Dipols an. Hier zeigt es in Richtung von PM und hier entgegen von PE. Und damit hängt es auch zusammen, das kann Ihnen jetzt schon klar sein, dass die magnetischen Werkstoffe in vielen Fällen das Feld noch verstärken, das aus außen angelegt wird, während es bei dem elektrischen Dipol geschwächt wird. Weil im Inneren hier das Feld mit dem PM geht und hier gegen das PE. Wenn man ja hier immer von den Punkten ausgeht, hier hat man dagegen lauter geschlossene Feldlinien. Ich glaube, das sollte Ihnen bei der Gelegenheit wirklich ganz einfach klar werden. Wie der Geometrie. Die Physik hat viel mit Geometrie zu tun. Und wenn man die Geometrie total beiseite lässt und sie denkt, ich will nur die Formeln wissen, hat man dann vieles vielleicht nicht gut verstanden. Also sagen Sie mal, ob das für Sie, ob jemand eine Frage dazu hat. Verstanden. Sehr gut. Damit haben wir also eine wichtige Grundvoraussetzung. Sie wissen jetzt, was elektrische und magnetische Dipole sind. Ich möchte noch erwähnen, das haben wir insbesondere auch gesehen bei der Berechnung des Magnetfeldes einer kreisförmigen stromdurchflossenen Leiterschleife. Da haben wir das Biot-Savart'sche Gesetz dazu verwendet. Das liegt jetzt schon wieder ein Stückchen zurück, aber das merken Sie sich schon. Solche Sachen muss man sich schon merken. Wenn das gleich wieder weg ist, dann, naja. Also, und dabei hat man dann auch gesehen, dass wenn man genug weit weggeht von dieser Stromschleife, dass die magnetische Flussdichte betragsmäßig mit 1 durch R der dritten zurückgeht. So wie auch bei den elektrischen Dipolen. Auch dort zeigt sich, dass die elektrische Feldstärke betragsmäßig mit 1 durch R der dritten zurückgeht, wenn R der Abstand von dem Dipol ist und wann er nur weit genug ist im Vergleich zu dem D oder im Vergleich zu dem Radius oder Durchmesser da hier. Also auch hier zeigt sich eine Analogie. 1 durch R der dritten hat man nur eine Punktladung, das wissen Sie, dann geht die Feldstärke wie? Mit 1 durch R Quadrat, also 1 durch R Quadrat, weil das weiß man ja schon vom Coulombschen Gesetz, da steht ja das 1 durch R Quadrat im Nenner bei der Wechselwirkung zweier Punktladungen. Also da ist die Punktladung mit 1 durch R Quadrat, der Dipol mit 1 durch R der dritten, Punktpol haben wir keinen, aber der Dipol hat auch 1 durch R der dritten, das passt also gewisse Symmetrien gibt. Und statt des Punktpols kann man nur, was besonders einfach ist, einfach einen geradlinigen Leiter nehmen. Und da wieder ist aufgrund der Symmetrie, nämlich der Zylindersymmetrie, eine 1 durch R-Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte B vom Abstand von diesem Leiter gegeben. Also ein paar Asymmetrien, ein paar Symmetrien, aber das ist relativ symmetrisch zueinander.
Na, jetzt haben wir also die Ausgangssituation, um uns also jetzt die magnetischen Eigenschaften der Materie anzuschauen. Und was ist also das Wesentliche? Das Wesentliche ist, dass diese Moleküle, die ein derartiges magnetisches Dipol aufweisen, sich in einem äußeren magnetischen Feld auch ausrichten werden können. Und diese Ausrichtung ist es dann, die dazu führt, dass dieses Magnetikum dann eben spezielle Eigenschaften aufweist. So ähnlich war es ja, erinnern Sie sich, bei den elektrischen Körpern, also bei den Dielektriker, da haben wir gesagt, diese Dipole da innen drinnen, die stehen da wie die Zinsresorten aufgefallen und das ergibt dann letzten Endes in den Grenzflächen dieses Dielektrikums so Flächenladungen, Polarisationsladungen, die letztlich dazu führen, dass das elektrische Feld im Inneren des Kondensators geschwächt wird. Hier ist es analog zu sehen. Die magnetischen Dipole werden sich ausrichten und wir müssen schauen, wie sie das tun. Das heißt, worum es jetzt einmal geht, ist, wir schauen uns an, und das ist eine recht wichtige Sache, wie wird sich ein magnetischer Dipol in einem homogenen äußeren Feld verhalten? Äußeren B-Feld. Das war natürlich auch bei den elektrischen Dipolen noch einfacher, weil da hat man sich ja gleich überlegen können, wenn die eine Kondensatorplatte Plus und die andere Minus ist, na wie werden sie denn die Dipole dann ausrichten? Dass natürlich das Minusendl, das da heute hier unten eingezeichnet ist, wird natürlich in Richtung zur positiven Platte hin zeigen wollen und das Plusendl zur negativen, da braucht man gar nicht viel drüber nachdenken. Hier ist die Sache nicht ganz so einfach. Deswegen muss ich das mit Ihnen ein bisschen genauer durchgehen, damit man erkennt, wieso und in welcher Weise richtet sich so ein Dipol überhaupt aus. Ja, wieso wird er sich überhaupt ausrichten? Da haben wir einerseits eine stromdurchflossene Schleife und dann andererseits ein äußeres, das habe ich da noch nicht eingezeichnet, ein äußeres Magnetfeld. Sie haben also dann Ströme in einem äußeren Magnetfeld. Na, was für Kräfte treten denn da auf Ströme in einem äußeren Magnetfeld? Lauter. Die Lorentzkraft, ganz richtig. Also während bei den elektrischen Dipolen einfach das die statische Anziehung zwischen verschiedenen geladenen Teilchen sind, ist es hier die Wirkung der Lorentzkraft. Und das wollen wir uns konkret anschauen, was das jetzt wirklich bewirkt. Und dazu nehmen wir es einmal an, wir haben ein B-Pfeil oben A, das sei das äußere Magnetfeld. Und dann nehmen wir an, vielleicht nicht sehr realistisch, aber für diese Überlegung besonders praktisch, eine rechteckige Stromschleife, die sich in diesem äußeren Magnetfeld befindet. Ja, wie schaut das aus? Wollen wir also mal davon ausgehen, da gibt es also so dieses äußere Magnetfeld. Mit den magnetischen Flussdichtevektoren. Das soll also da so waagrecht, dort wo im Raum sich so befinden, so wie zum Beispiel zwischen zwei Polschuhen eines gewaltigen Hufeisenmagneten. Nicht? Oder weiß ich, also irgendwie halt. Und jetzt wollen wir da drinnen eine rechteckige Stromschleife betrachten. Und das machen wir jetzt so. Überlegen Sie sich das einmal geometrisch so, ich tue das so in der Luft einmal anzeigen. So gehen die ganzen magnetischen Feldlinien waagrecht im Raum. Und jetzt betrachten wir eine rechteckige Stromschleife. Die lege ich jetzt einmal so hinein, dass ihre Fläche senkrecht auf diese
Feldvektoren des B-Feldes stehen. Und dann drehe ich sein Stück so herum, um eine senkrechte Achse, drehe ich es herum. Das heißt, es werden zwei von diesen vier Rechteckseiten nach wie vor senkrecht stehen zum Magnetfeld, die anderen zwei Rechteckseiten werden schief sein. Können Sie sich das vorstellen? Ich hätte vielleicht das ein Rechteck mitbringen sollen, aber ich glaube, man kann sich schon vorstellen. Nicht? Das heißt, dann haben wir es so rechteckig da, senkrecht auf das Feld und dann drehen wir das ein Stück herum. Und diesen leicht verdrehten Stromkreis zeichne ich jetzt hier so ein. Und die Fläche hier wird wieder beschrieben durch einen Flächenvektor. Und dieser Flächenvektor zeigt da so schräg nach hinten. Das ist der Flächenvektor A-Pfeil dieser Stromschleife. Ja? Steht da hier so senkrecht auf diese Fläche von dieser Stromschleife. Also hätte ich es so wieder direkt senkrecht auf das B-Feld, dann werde dieser Flächenvektor in Richtung vom B gehen. Jetzt habe ich diesen Flächenvektor so waagrecht nach hinten verdreht, indem ich diese Stromschleife ein Stück verdreht habe. Ist es jemandem nicht klar? So geometrische Geschichten sind manchmal irgendwie ganz, nicht ganz so leicht zum Übernasern. Und vor allem, wenn man es so aufzeichnet, dann ist es oft irgendwie unklar, was eigentlich gemeint ist. Deswegen habe ich mich bemüht, Ihnen das wirklich da so klar zu machen. Na gut, Sie sind erwachsene Leute und Sie werden sich melden, wenn Ihnen was unklar ist. Und jetzt wollen wir einmal da natürlich annehmen, dass das eben ein Rechteck ist, lauter rechte Winkel. Und wir beschreiben dieses Rechteck einmal dadurch, dass wir die Eckpunkte mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnen und wir gehen davon aus, in diesem Rechteck läuft mit dem Umlaufungssinn jetzt der Strom rundherum. Von 1 nach 2, von 2 nach 3, von 3 nach 4 und von 4 wieder nach 1. Also anstatt so rund ist es halt jetzt rechteckig. Ist ja nicht wirklich ein großes Problem. Und jetzt wollen wir die Lage dieser Stromschleife mit zwei Einheitsvektoren beschreiben. Da haben wir da mal den Vektor EA Dach. Dach ist immer ein Vektor mit Länge 1. Und andererseits hier den Vektor EB Dach. Und die Rechteckslängen sein, das hat die Länge A, die ist dann hier auch, und das hat die Länge B, und die ist dann hier auch. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich Ihnen da überhaupt einzeichnen wollte. Vielleicht noch dazu, dass natürlich parallel dazu der Vektor des magnetischen Dipolmoments PN-Pfeil gerichtet ist, weil man mal gesagt, das ist I mal A, I fließt da durch, A ist der Flächenvektor von der Rechteckfläche, I mal A ist der Parallel- und Zeitvektor entlang. Ja? Alles klar? Naja, und jetzt müssen wir also, wenn wir wissen wollen, was jetzt auf dieses Rechteck für eine Kraft ausgeübt wird in diesem äußeren Magnetfeld, homogenes äußeres Feld, lauter parallele Feldvektoren B, Pfeil, A, die alle gleich groß sind. Wenn wir diese Kraft ausrechnen wollen, wollen wir uns also die Lorentzkraft auf alle diese vier Teilstücke dieses Rechtecks ausrechnen. Deswegen machen wir es rechteckig, damit wir dann lauter so gerade Stückchen haben, mit denen man gut rechnen kann. Das ist alles natürlich ein bisschen eine Näherung, weil diese Lorentz-Kraft in der Form nur für unendlich lang und so. Aber es ist eine ganz eine gute Näherung, das so durchzuführen. Und da schauen wir uns einmal an, wie rechnet man sie sich aus. Generell haben wir die Lorentz-Kraft
auf die einzelnen Teilstücke, also auf die geradlinigen Leiterstücke. Da haben wir ja schon eine einfache Formel bekommen im Anschluss an die allgemeine Diskussion der Lorentzkraft, indem wir gesagt haben, diese Kraft F', das ist jetzt wirklich keine mechanische Kraft, also jetzt kommen wir wirklich down to the earth, also eine mechanische Kraft, das ist einfach I, der Strom, der da drinnen fließt, in dieser rechteckigen Stromschleife, I mal L' kreuz B A Pfeil. Wobei L Pfeil das jeweilige Stück ist. Also zum Beispiel, das ist ein L Pfeil, das ist ein L Pfeil, das und das. In der Richtung dieser Stromdurchlaufung ist es immer also so ein entsprechendes Leiterstück, das durch diesen Vektor L Pfeil beschrieben wird. Und da sieht man einmal gleich Folgendes, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich Sie noch einmal bitten, Ihr Raumvorstellungsvermögen einzusetzen. Die Kräfte auf diese beiden Leiterstücke B, die sind entgegengesetzt gerichtet und in der gleichen Wirkungslinie. Weil L Kreuz B, L Pfeil ist ein solcher Vektor längs dieses Stückes. B geht in der Richtung. Da haben wir also L Kreuz B. L Kreuz B zeigt also je nachdem entweder nach unten oder wenn es in der Gegenrichtung geht, dann nach oben. Da haben Sie eine Kraft hinauf, eine Kraft hinunter und die liegen in der gleichen Linie. Wenn Sie sich an das erinnern, dass wir das so weggedreht haben, ist da eine Kraft da hinauf, eine Kraft da hinunter. Die sind in der gleichen Wirkungslinie und kompensieren sich. Nicht aber die Kräfte, die auf diese Leiterstücke 2, 3 und 4, 1 wirken. Weil wenn ich das so verdrehe, dann geht die eine Kraft da so hin, die andere so und das wird dann dieses Rechteck verdrehen wollen, weil diese beiden Kräfte, die auch senkrecht zum Leiter und senkrecht zum Feld sind, liegen wegen dieser Verdrehung nicht mehr auf einer Linie. Während die da für oben und unten, die auch senkrecht zum Feld und senkrecht zum Leiter sind, zeigen nach oben und nach unten und liegen in der gleichen Wirkungslinie. Entsprechend dieser Verdrehung, die wir hier angenommen haben. War das einigermaßen vorstellbar? Na, also lassen Sie das noch einsinken sozusagen, indem Sie sich das noch genauer überlegen. Jedenfalls die Kräfte auf Leiterstücke B kompensieren. Auf die Stücke B kompensieren. Aber die Kräfte auf die Leiterstücke A, also auf das 2-3 und auf das 4-1. Diese beiden Kräfte bilden, sind auch gleich groß und entgegengesetzt, liegen aber nicht auf der gleichen Wirkungslinie, bilden also das, was wir in der Statik als ein Kräftepaar bezeichnet haben. Und dieses Kräftepaar bewirkt ein Drehmoment und genau das Drehmoment wollen wir uns eben anschauen. Also, Kräfte auf die Leiterstücke A. Die wollen wir uns jetzt anschauen. Sind also wieder senkrecht auf B und senkrecht auf A
die zeigen also entweder nach hinten oder nach vorne. So auseinander. Treiben also diese Leiterschleife aus der Position heraus, bilden also ein Drehmoment. Das wollen wir uns ausrechnen. Dann rechnen wir uns aber die Kräfte aus. Da haben wir zum Beispiel diese Kraft F2,3. Die Kraft auf das Leiterstück 2,3. Nun, wir verwenden diese Formel I mal L kreuz B. I mal. Na, das L-Pfeil, das ist jetzt der Vektor, das ist EA-Pfeil mal A. Also I mal A mal EA-Dach. EA-Dach ist der Einheitsvektor, multipliziert mit der Länge A, ist dann der Vektor für die ganze Strecke 2,3. Das ist das L-Pfeil, A mal EA-Dach, Kreuz B, Pfeil, oben A. Und schon fertig. Und das andere ist da, dass die Kraft auf das Leiterstück 4,1. F, Pfeil, 4,1. Na, da haben wir wieder I mal A. Aber das ist jetzt von 4 nach 1, da haben wir minus A mal E, A, Dach. Also minus A mal E, A, Dach und wieder Kreuz B, A, Pfeil. Und wenn wir uns also insbesondere das F2,3 anschauen, wohin wird das gerichtet sein? Das ist hinten, das ist vorne, wenn wir das so weggeteilt haben. Dann wird also das E, A, Dach Kreuz B, A sein. E, A, Dach geht nach oben. B, A geht da hinüber. Und das Kreuzprodukt zeigt nach hinten. Das heißt, hier geht die Kraft in die Tafel herein, entsprechend da wegen dem Minus, aus der Tafel heraus. Das heißt, dieser so verdrehte, stromdurchflossene Leiter wird sich so hinüberdrehen wollen. Weil die zwei Kräfte so nach außen zeigen. Ja? Also das zur Orientierung, in welcher Richtung sich das verdrehen wird. Aber jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was das jetzt wirklich ergibt. Wie kommen wir jetzt wirklich auf das Drehmoment? Naja, das Drehmoment wenn wir auf jetzt ein bisschen in die Mechanik zurückschauen, schauen wir, was ein Kräftepaar F1-Pfeil und da hier ein Kräftepaar F2-Pfeil gleich minus F1-Pfeil haben, gibt es da dazwischen einen Verbindungsvektor R-Pfeil und dann lautet, wie wir uns so leicht überlegt hatten, der Ausdruck für das Drehmoment N gleich R-Pfeil kreuz F1-Pfeil. Das ist, das haben wir seinerzeit in der Mechanik gemacht, Statik des starren Körpers. Das möchte ich jetzt nicht ableiten, das haben wir mit zwei Zeilen damals in der Mechanik gemacht. Sie können in Ihr Skriptum oder als Buch da und finden das. Für so ein Kräftepaar. Und dieses Kräftepaar ist jetzt die Kraft auf die Leiterstück 2,3 und die Kraft auf das Leiterstück 4,1. Und diese beiden sind natürlich gerade entgegengesetzt. Gleich groß, wie Sie hier ja auch erkennen. Da ist es plus IA, EA, Dachkreis B, da ist es minus IA, EA, Dachkreis BA. Das heißt, das ist ein Kräftepaar. Und das Drehmoment kriegen wir damit jetzt heraus. Das N-Pfeil ist also gleich. R-Pfeil, das ist der Verbindungsvektor von F2 bis F1. Na, wenn wir insbesondere das als F1 ansehen, dann ist das hineingeht, das herauskommt, das F2. Der Verbindungsvektor von F2 nach F1, von den Angangspunkten, ist einfach B mal EB-Dach.
Also haben wir einmal B mal EB Dach. Das ist also dieser Vektor R. Kreuz. Die Kraft, die auf das Leiterstück 2, 3 wirkt. Und das steht da. Kreuz I mal A mal E A Dach. Kreuz B A Pfeil. So schaut es aus. Das ist also diese Kraft F2, 3. Und das ist dieser Vektor R2, den ich hier eingeführt habe. Und das müssen wir jetzt ein bisschen umformen. Naja, da können wir also da gleich einmal die Sache so machen, dass wir alle Konstanten und Faktoren, alle Skalaren herausholen. Das ist I mal A mal B. Also ist das gleich I mal A mal B. Und dann bleibt einfach stehen, EB da, Kreuz, und dann steht EA da, Kreuz, B, oben, A, Pfeil. Wieder einmal ist ein doppeltes Vektorprodukt. Sie sehen, mit denen hat man da immer wieder zu rechnen in der Physik, mit diesem doppelten Vektorprodukt. Und ich möchte das also nur das andeuten, wie man hier fortsetzen kann, indem ich aufschreibe, was man also aus der Vektorrechnung kennt, dass also A Pfeil Kreuz B Kreuz C gleich ist, das lässt sich also umformen, als B mal das Skalarprodukt A mal C minus C mal das Skalarprodukt A mal B. Und wenn man das also dann umformt und ausrechnet, was ist, wenn man da jetzt einen anderen Ausdruck bildet, nämlich minus C Kreuz A Kreuz B, dann kommt man auf eine entsprechende andere Beziehung, die heißt, stellen wir da auf, also B mal AC, das ist minus, wo soll ich das jetzt hinschreiben? Minus C Kreuz A Kreuz B, da haben wir also, jetzt tun wir das genau, jetzt haben wir gesagt B mal AC, jetzt haben wir da A mal BC, aber mit einem Minus. Minus A mal BC und dann Minus. Das andere ist C mal AB, B mal AC, aber jetzt mit einem Minus. B mal AC minus den. Sie sehen also, diese beiden Ausdrücke stand immer überein, bis auf diesen zweiten Term. Und das lässt sich aber auch umschreiben als A Kreuz B Kreuz C mit einem Plus. Denn wenn man die zwei Kreuz, die Faktoren des Kreuzproduktes austauscht, ist Minus. A Kreuz B Kreuz C ist auch das Plus. Das ist also eben dem gleich. Und jetzt sehen Sie, wenn A normal B steht und B normal C, normal C, falls A normal B und B normal C, dann ergibt sich, dass dann das gleich 0 und das gleich 0 ist, das übereinstimmt und dass daher dann A Pfeil Kreuz B Kreuz C gleich ist A Kreuz B Kreuz C. Da darf man dann die Stellung der Klammern ändern.
Und genau das ist bei diesem Ausdruck der Fall. A normal B. EB-Dach ist normal EA-Dach. EB-Dach ist normal EA-Dach. Und B normal C. Also EA-Dach und BA. Das EA-Dach und das BA stehen auch senkrecht aufeinander. Die bleiben ja und man hat es nur so verschoben. Nachdem die beiden so wirklich senkrecht stehen, dürfen wir also da oben die Lage der Klammern verändern. Sonst darf man das normalerweise nicht bei so einem doppelten Vektorprodukt natürlich. In dem konkreten Fall aber schon. Wegen dieser Eigenschaft des vektorellen Produktes. Und wir kriegen damit also, was kriegen wir heraus? Damit eine Umformung. Und diese Umformung lautet, dass dieses Drehmoment M Pfeil jetzt gleich ist. Natürlich IAB und jetzt setzen wir die Klammern anders. Also IAB und jetzt schreiben wir die Klammern so, dass wir also da die ersten zwei zusammenfassen. EB kreuz EA und dann kreuz BA-Pfeil. Also, EB-Dach kreuz EA-Dach kreuz BA-Pfeil. Und jetzt schauen wir uns an, was das alles ist. Also, EB kreuz EA. Schauen Sie sich das da oben in der Zeichnung an. Das steht senkrecht auf EA-Dach und auf EB-Dach. Und damit senkrecht auf das rechte und damit parallel zum Flächenvektor und es hat die Länge 1, weil das ja auch Einheitsvektoren sind. Wenn man das jetzt mit der Fläche multipliziert, dann kriegt man hier genau den Flächenvektor A-Pfeil heraus. EB kreuz EA ist schon parallel zum Flächenvektor, hat die Länge 1, mal der Fläche A mal B, ergibt hiermit den Flächenvektor. Na, und jetzt schauen Sie, I mal A-Pfeil ist das PM-Pfeil. Und wir kriegen damit heraus als Ergebnis, sehr elegant, damit lässt sich dieses Drehmoment schreiben als PM-Pfeil kreuz dieses äußere Feld mit der Flussdichte BA-Pfeil. Und siehe da, das ist außerordentlich einfach, weil jetzt als Einschub für das elektrische Feld hatten wir das M-Pfeil für den elektrischen Dipol als PE-Pfeil kreuz EA-Dach-Pfeil, also EA-Pfeil, als die völlig analoge Darstellung. Da haben wir wieder eine schöne Symmetrie, die sich aber in ganz anderer Weise ergeben hat und in der Elektrostatik auch viel einfacher war, weil man da die Kräfte natürlich sofort einfach ermitteln konnte als Ladung mal Feldstärke. Während da haben wir das mit der Lorentzkraft, mit diesen ganzen blöden Vektorprodukten und Umformungen, aber letzten Endes ist die Definition so ausgefallen, dass das alles schön zusammenpasst. Also das zwingt einem schon eine gewisse Bewunderung auf, wie da die Stammväter der klassischen Feldtheorie die Dinge so gebaut haben, dass das dann alles so schön passt, dass man eh sich alles leicht merken kann. Denn das sind zwar gleiche Formeln, aber sie sagen doch was anderes aus. Das darf man nie aus dem Blickwinkel verlieren. Ja, und was bedeutet das aber jetzt? Wenn das N-Pfeil gleich PM kreuz BA ist, dann wird das so lange wirken, bis PM und BA parallel zueinander sind.
Weil das vektorielle Produkt zweier paralleler Vektoren ist 0. Das heißt, was wird passieren? Wir haben da oben schon gesagt, dieses Vektor, dieses Kräftepaar weist so nach außen, das dreht jetzt dieses Rechteck wieder zurück, solange bis es also senkrecht zum Feld steht, weil dann ist das PM-Pfeil parallel zu B und das, die Fläche senkrecht und dann ist das Drehmoment 0. Das heißt, was passiert? Das äußere, dass das Drehmoment aufgrund des äußeren Feldes wirkt so, dass es diese stromdurchflossene Schleife querstellt zu diesem äußeren Magnetfeld. Aber mehr noch als das. Wir haben ja da so die Durchlaufungsrichtung. Das heißt, wenn das jetzt quer steht, dann zeigt ja auch das eigene Magnetfeld der Stromschleife in die gleiche Richtung wie das äußere Feld. Und damit haben Sie jetzt, meine Damen und Herren, das ist wichtig, schalten Sie noch nicht aus, wir haben nur 2 Minuten. Damit haben wir hier den Fall, dass das eigene Feld dieser Stromschleife gleichgerichtet ist mit dem äußeren Feld und daher das äußere Feld sogar noch verstärkt. Während beim Fall des elektrischen Dipols hat sich der ja so eingestellt, dass sein eigenes inneres Feld, was ich da unten aufgezeichnet habe, entgegengerichtet ist gegen das äußere elektrische Feld und dieses sogar geschwächt hat. Das haben wir ja gesehen, indem wir dieses Dielektrikum reingeben haben, ist die Spannung zurückgegangen und damit auch das Feld zurückgegangen. Einfach durch die Ausrichtung der Dipole. Hier ist es so, dass das Eigenfeld dieses Dipols gleichgerichtet ist. Jetzt können Sie sich natürlich sagen, aha, also doch, die magnetischen Sachen sind ganz anders. Aber die Grundidee ist das, was ich Ihnen hier mit diesen beiden Zeichnungen gezeigt habe. Weil eben das Eigenfeld im Fall des magnetischen Dipols das Innere da in Richtung von PM zeigt und beim elektrischen Dipol gegen PE zeigt. Das kommt dabei jetzt wieder zum Tragen. Also es werden sich in beiden Fällen die Dipole so einrichten, dass die Richtung des magnetischen oder elektrischen Dipolmoments immer gleichsinnig ist mit der Richtung des äußeren Feldes. Aber das innere Feld des Dipols ist beim elektrischen Dipol gegengerichtet gegen diesen PE-Pfeil und beim magnetischen Dipol gleich orientiert mit dem PM-Pfeil. Das macht den Unterschied. Also es ergibt sich damit letzten Endes im Gleichgewicht. Das PE-Pfeil, das PM-Pfeil parallel zum äußeren magnetischen Feld ist und gleich orientiert. Weil wir uns ja überlegt haben, dass das so zurückgedreht wird und damit zeigt PM-Pfeil in die gleiche Richtung wie BA-Pfeil. Und analoges gilt für den elektrischen Dipol. Das PE-Pfeil ist auch parallel zum äußeren elektrischen Feld und auch gleich orientiert. Damit das so herauskommt, haben wir ja beim elektrischen Dipol das D-Pfeil von Minus nach Plus definiert. Damit dann das PE-Pfeil so gerichtet ist, dass es letzten Endes dann, wenn man es in den Kondensator hineinstellt, in die gleiche Richtung zeigt, wie das äußere elektrische Feld. Aber beim elektrischen Dipol haben wir dann eine Verstärkung des äußeren Feldes.
wenn da oben das so orientiert ist, die eigene Feldrichtung gleich orientiert ist mit dem äußeren Feld, während beim elektrischen Dipol ist zwar auch diese Gleichorientierung, aber weil hier beim elektrischen Dipol doch innen das Feld gegen das PE-Pfeil zeigt, wenn die beiden also gleichorientiert sind, ist in die Felder gegenorientiert. Und damit ergibt sich hier eine Abwechslung. Das äußere Feld. Und diese Verstärkung, das ist jetzt zu entscheiden. Und damit machen wir Schluss. Weil im Fall des Ferromagnetismus das also bis zum Exzess passiert. Und damit kommt es, weil die alle gleich orientiert werden. Und damit kriegt man diese starken Verstärkungen des elektrischen Feldes. Das ist es, was es einem dann ermöglicht, dass man Transformatoren und Generatoren hat.